Herzlich willkommen zu einem neuen Flight Check hier auf dem YouTube-Kanal von WhatsApp in Oberhausen. Deinem Ansprechpartner Nummer 1 für alles rund ums Mountainbike. Informiere dich online unter shop.whatsapp.bike oder besuch uns mal direkt in Oberhausen. Being present in the moment is something that we don't do enough. And so when I'm riding my mountainbike, it's time to do one thing. Probably forget everything else in the world. You are just into the bike and the trail. Superlight eMTBs erfreuen sich großer Beliebtheit in der Szene, denn sie sind die perfekte Symbiose aus ursprünglichem Mountainbiking und E-Mountainbiking. Oder wie man bei uns im Pott sagt, kannst du fahren wie ein Mountainbike und wenn du Power am Berg brauchst, kriegst du Power am Berg. Wir schauen uns heute mal das 2023er Focus Jam Square SL in der 8.8er Ausstattung an. Das Jam Square SL kommt mit einem leichten Carbonrahmen daher. Die Verarbeitung ist fokustypisch solide und optisch sieht man dem Bike nicht sofort an, dass es sich um ein eMTB handelt. 150mm Federweg am Heck stehen zur Verfügung, kombiniert mit dem bekannten Fold-Hinterbau plus Horsting-Technologie. Unser Bike steht hier in Light Grey Raw Carbon und macht einen guten Eindruck. Der Hinterbau ist ebenfalls aus Carbon gefertigt. Das Bike bietet Verstellmöglichkeiten beim Lenkwinkel und bei der Kettenstrebenlänge. Per Flipchip lässt sich die Kettenstrebenlänge von 440mm auf 470mm erweitern oder eben verkürzen. Lenkwinkel kann über eine drehbare Steuersatzhülse eingestellt werden. 64,5 oder steilere 65,5 Grad sind auswählbar. Diese vermeintlich kleinen Parameteränderungen sind ausreichend, um ein völlig neues Fahrgefühl zu erzeugen. Alles in allem sitzt man schön mittig und zentral über dem Bike, man spürt das Mehrgewicht des E-Bikes im Gegensatz zum Mountainbike aber schon. Gewöhnt man sich aber relativ schnell dran und dann geht die Post erst richtig ab. Stichwort Gewicht. 19,7 Kilogramm bringt das Jam Square auf die Waage. Damit ist es in guter Gesellschaft mit dem Rotwild RE375, welches auch knapp unter 20 Kilo wiegt, und dem Specialized Lebo SL, welches in der Comp-Carbon-Variante 19,4 Kilo auf die Waage bringt. Nur das Lebo SL S-Works bietet mit 17,35 Kilo deutlich weniger Gewicht, kostet aber auch gleich deutlich mehr. Ein Blick ins Cockpit zeigt uns den fokustypischen Fluch der Karibik Davy Jones Vorbau, der alle Leitungen ins Innere des Rahmens verschluckt. CIS Cockpit Integration Solution nennt sich die Technik offiziell, die den Focus Bikes ihre unverwechselbare Optik verleiht. Der Lenker ist ein 800mm breiter Alulenker mit 30mm Rise und 9 Grad Backsweep. Er beherbergt den Shimano Deore XT Schalthebel, die spannende Fazua Ring Control, die Remote für die Sattelstütze und natürlich die Race Face Griffe. Ein Highlight des Jam Square SL ist die Motor-Akku-Kombination. Verbaut ist nämlich der nur 1,9 kg schwere Fazua Ride 60 Motor. Er bringt ein maximales Drehmoment von 60 Newtonmeter mit und kann per Boost-Schalter kurzfristig 450 Watt Spitzenleistung mobilisieren. Normal ist man mit einer Nennleistung von 250 Watt unterwegs. Er bietet drei Unterstützungsmodi, welche von einer sanften Unterstützung über ein sportliches Zusammenarbeiten bis hin zu einem kraftvollen Anschieben reichen. Die einzelnen Fahrmodi und mehr können bequem über eine App auf deine Bedürfnisse angepasst werden. Der Akkustand wird per LED-Anzeige visualisiert. Ziemlich puristisch, aber solide. Die Unterstützungsmodi werden ebenfalls angezeigt durch unterschiedliche Farben: grün, blau und lila. Hinter dem Display ist ein USB-C-Anschluss versteckt. Praktisch, wenn man externe Geräte wie zum Beispiel einen Garmin laden möchte. Für Garmin-Computer ist übrigens auch das Fazua Dashboard erhältlich, mit dem man mal alle wichtigen Daten des Bikes auf deinem Garmin anzeigen lassen kann. Als Akku ist ein 430 Wattstunden starker Akku im Unterrohr integriert. Focus lässt das Unterrohr weit offen, damit der Akku zum Laden entfernt werden kann. Kann und muss, denn Focus verzichtet leider auf eine externe Ladebuchse und so muss der Akku jedes Mal entnommen und getrennt vom Bike geladen werden. Fluch und Segen zugleich, wie wir finden. Dafür ist der Ausbau allerdings schnell gemacht und das Bike wiegt 2,3 Kilogramm weniger, wenn man es auf einem Fahrradträger transportieren muss. Die Power des Motors wird dann an eine 12-fach Shimano Deore XT Schaltung weitergegeben. Eine solide Schaltung, die lange Haltbarkeit und überschaubare Wartungskosten verspricht. 29 Zoll Laufräder machen das Jam Square SL zu einem Trailmonster. Race Face AR30 Laufräder können richtig was ab und halten auch im ruppigen Gelände lange durch. Dazu sind auch Maxxis Reifen aufgezogen. Ein Assegai E29x2,5 Zoll vorne für satten Grip und Kontrolle und ein Dissector E29x2,4 Zoll hinten für Laufruhe und Kurvenstabilität. Die Novatec D462 macht einen guten Sound, nicht zu laut, aber auch nicht ignorierbar. 160mm Federweg hat das Jam Square SL an Bord. Mobilisiert wird der Platz mit einer Fox 630 Float Rhythm 29 E-Bike Gabel. Sie lässt sich in drei Grundpositionen einstellen und verfügt zusätzlich noch über Micro Adjustment.
Die Float Evol Luftfederung ist bekannt für ihr sensibles Ansprechverhalten. Als Dämpfer ist ein Fox Float DPS Dämpfer verbaut, welcher ebenfalls in drei Positionen verstellbar ist. Und wer es auf dem Trail richtig krachen lässt, der will natürlich auch volle Kontrolle über seine Bremsen haben. Fokus sitzt dafür beim Jam Square SL auf Magura MT5 Bremsen. Damit bist du voll und ganz ausgerüstet für alles das, was der Trail zu bieten hat. Gesessen wird auf einem Fitzig Tiger, ein schnörkelloser Sattel, der macht, was er soll. Getragen wird er von einer postmodernen Dropper Post. Sie hat bis zu 170mm Hub und ein Remote am Lenker. Stellen wir uns am Ende die Frage, für wen ist dieses Bike gemacht? Kurz gesagt, für Leute, die auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis setzen und Spaß auf dem Trail haben wollen. Das Bike macht nämlich richtig Laune auf dem Trail und in Sachen Design und Verarbeitung braucht sich das Fokus nicht zu verstecken. Fluch und Segen ist der herausnehmbare Akku. Da hätten wir uns gewünscht, dass der Ausbau zum Laden optional gewesen wäre, aber punkten kann das Bike sofort wieder mit seinem recht starken Akku in der Gewichtsklasse und natürlich dem Fazua Ride 60 Motor. Wenn du mal Lust hast, ein paar individuelle Anpassungen an dein Bike vorzunehmen, kannst du die Geo nach deinen Wünschen verändern. Und auch für die Nerds ist was dabei, wenn man mit der App die einzelnen Fahrmodi personalisieren kann. Alles in allem, ein geiles Bike, mit dem man rechnen muss und das auf jeder Liste stehen sollte, auf der Superlight eMTBs stehen, die man sich dringend mal ansehen sollte. Wenn dir gefallen hast, was du gesehen hast, dann lass uns doch ein Like und ein Abo da. Das hilft dem Kanal zu wachsen und motiviert uns auch weiterhin, guten Content für dich zu produzieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche. Euer WhatsApp.bike-Team.